Wer immer versucht, genau nachzurechnen, beweist eigentlich damit, dass er der Freundschaft nicht richtig traut. Kennst du das auch? Im Freundeskreis geht man gemeinsam essen und dann am Ende nach dem Essen beschließt man, man zahlt gemeinsam. Jeder legt den gleichen Teil auf den Tisch. Ist das eigentlich gerecht? Ich glaube, das ist in der Tat gerecht, weil man damit etwas über die Freundschaft aussagen möchte. Man möchte damit sagen, wir teilen jetzt, ohne ganz genau die Pfennige zu zählen. Das ist eigentlich der Sinn. Das ist auch der Grund, warum man in vielen Ländern, insbesondere zum Beispiel in Südeuropa, klarerweise, wenn man am Tisch teilt, durch Köpfe teilt und nicht versucht, irgendeine Rechnung zu machen. Du hattest aber ein Glas Wein mehr oder du hattest die Ente und ich hatte nur den Salat. Sondern man zeigt damit an, dass die Freundschaft wichtiger ist als die Summen. Das ist hier der Sinn des Teilens. Aber was ist das für eine Freundschaft, wenn ich immer drauf zahlen muss und ich esse nur eine Suppe und der andere isst halt immer Vorspeise, Nachspeise, Hauptgang und so weiter? Ja, man kann natürlich jede Freundschaft auch ausnutzen oder Elemente der Freundschaft. Dann ist klarerweise geboten, dass man irgendwie das Gespräch sucht oder sieht, dass man diese Schwierigkeit in der Freundschaft korrigiert. Aber ich glaube, allgemein sollte gelten, dass man nicht versucht, gleich auf die objektiven ökonomischen Maßstäbe umzustellen, weil das zeigt ja nur, dass man eigentlich Angst davor hat, dass die eigene Freundschaft ausgenutzt wird. Und es ist ja ein Zeichen der Großzügigkeit, wenn man nicht jeden einzelnen Pfennig genau nachzählt. Beim Geld kann man sich sehr zerstreiten, wenn man da nicht aufpassen. Kommt es auf jeden Cent drauf an? Ja. Die Qualität der Freundschaft zeigt sich eben darin, dass man, ohne dass eine allgemeine Regel feststeht, ja, immer verhandelt. Mal gibt man ein bisschen mehr, mal zieht man sich zurück. Und wenn das Ganze aus dem Gleichgewicht gerät, dann zeigt das eigentlich, dass die Freundschaft nicht richtig funktioniert. Ich glaube also, wer immer versucht, genau nachzurechnen, beweist eigentlich damit, dass er der Freundschaft nicht richtig traut. Das ist so wie unter Eheleuten, wenn sie voneinander Rechnungen verlangen würden, um ihre Konten genau aufzuteilen. Das zeigt, dass was nicht stimmt. Habt ihr ein gemeinsames Konto? Nein!